Ich bin heute ausnahmsweise mal ziemlich gut drauf, deswegen filme ich für euch einen Vlog am Morgen. Ich bin gerade ein halbes Jahr lang in Neuseeland, mache einen Auslandsaufenthalt und ich nehme euch heute mal mit in die Schule und in meinen Tag. Ganz viel Spaß, ich mache mich jetzt fertig. Bye-bye. Das Wichtigste vergessen, mein Blümchen, aber das darf ich auch in der Schule nicht tragen. Das heißt, es wird wahrscheinlich abgenommen. Nicht wundern, wenn es weg ist. Ich sag euch jetzt ehrlich, mein Uber ist auf dem Weg. Ich bin mir heute mal zu schick, um Bus zu fahren. Beziehungsweise, ich habe den Bus verpasst. Aber Leute, ich arbeite hier für mein Geld. Das heißt, ich kann mir auch mal für 8 Dollar ein Uber zur Schule holen. Und mit dem Geld, das ist so, das sind übrigens meine Schulschuhe. Man braucht ja auch bestimmte Schuhe. Und man darf eine schwarze Socken tragen. Oh mein Gott! Die Socken! Anyways, das ist nicht so wichtig. Aber mit dem Geld ist es hier so. Blümchen. Dass Euro mehr wert ist als diese New Zealand Dollar. Weshalb 8 Dollar 4 Euro sind. Wisst ihr? So, das hier ist mein kleiner Vorort. Und da ist mein Haus. Und Leute, da wohnt mein Gastbruder, der 19-Jährige, im Garten. Wo ist mein Uber? Oh mein Gott, ich habe ihn gar nicht bestellt. Ich habe niemanden, der mich filmt. Deswegen muss ich das jetzt selbst übernehmen. Und ich will einfach, ich will ein Video, wie ich in den Uber einsteige. Und dann hole ich dich ab, mein Handy, meine Süße. Ich sollte jeden Tag Vlogs drehen, weil ich bin richtig gut gelaunt, dank euch. Nee, jetzt mal, aber jetzt mal ehrlich. Ich bin manchmal morgens richtig deprimiert. Okay, Mama. Ich bin manchmal morgens richtig deprimiert. Aber irgendwie, wenn ich das jetzt für euch mache, geht's mir gut. Ich bin wach, ich freue mich. Wo ist mein Uber? Mein erster Unterricht beginnt in, ich glaube, so in 8 Minuten. Oh Leute, er will, dass ich rüberkomme zu ihm. Peinlich. Oh Gott, oh Gott. Hello. Hey, how are you? I'm good, how are you? I missed my bus. Thank you for picking me up. So, das hat nicht ganz geklappt, abgeholt zu werden vor der Haustür und euch das zu zeigen, aber hier sind wir jetzt. Premium Chaya. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Okay, rechts, links, rechts. Leute, wir sind hier nicht in Deutschland. Hier kommen die Autos von rechts, nicht von links, weil die auf der linken Seite fahren. Checkt ihr? Sorry, ich bin gerade ein bisschen passiv-aggressiv, weil ich habe meine Tasche, also ich habe meine richtige Tasche hier, meine Flamingo-Bag, aber ich habe leider meine kleine Tasche vergessen, wo ich mein Labello drin habe und mein Portemonnaie, meine Buskarte auch. Wo nie Geld drauf ist. Egal. Leute, ich bin jetzt in der Schule. Hier ist das Drama Department. Hier habe ich jetzt, Schauspielunterricht und ich bin wieder zu spät. Anyways. Und hier ist der Haupteingang. Richtig süß. Ich weiß. Okay, jetzt kommt. Okay, ich habe mir jetzt jemanden besorgt, der filmt. Kommt mit, wir sind jetzt hier im Drama-Department. Ich durfte leider gerade nicht filmen, weil die anderen alle im Raum waren. Aber jetzt ist der Raum leer und ich zeige euch mal den Kostümraum. Aber hier ist die Garderobe. Fast wie mein Zimmer. Zeig mal rum, zeig mal rum. Oh, schau around.
Jasmine filmt gerade. Und Jasmine kommt aus Norwegen. Norway! Alright, let's go out again. Hier sind wieder Leute da, deswegen enden wir das mal ganz schnell. So, Unterricht ist vorbei und wir gehen jetzt zum nächsten Unterricht. Oh, I'm filming a video for my organization. Say something! Ja. Wir gehen jetzt zu Fashion. Julie! Thank you! Oh, Leute, die Leute sind hier so nett und die geben mir alle Komplimente. Oh. Hier ist nochmal der Vorort und ihr seht die ganzen Leute im Hintergrund, alle aussehen wie Pinguine. Okay, das ist fies, aber die sehen einfach wirklich alle gleich aus. Und... gut, bis gleich im Fashion-Unterricht. Und ja, nee, komm jetzt. Komm, echt nicht. So, ich habe wieder jemanden gefunden, der mich filmt. Und hier ist der Fashion-Raum. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Kommt! Hereinspaziert. Wir haben hier ganz viele Nähmaschinen. Ich kann nicht nähen, aber die anderen können alle richtig gut nähen. Ich arbeite gerade aber an einer Hose, die ich ein bisschen enger machen will, Leute, weil das hier ist alles ein bisschen mager. Ich bin natürlich ein iPad-Girl. Ich arbeite natürlich auch ein paar Sachen Designs, beziehungsweise mein Schatz Noah in Schweden, aber das sind meine Favorites. Heiß, oder? Yes! Lieben wir. Okay. Was gibt's noch? Wir sehen uns im nächsten Unterricht und bis dahin, tschüss! So, Unterricht vorbei. Ich bin mit meiner Arbeit richtig weit hinterher, hab grad ein bisschen Ärger bekommen. Aber jetzt ist erstmal Pause! Da hinten, da chillen die ganzen internationalen Schüler. Ich zeige euch jetzt, ich bringe euch jetzt mit. Oh, aber meine Freunde sind nicht hier. Leute, ich habe gerade erfahren, dass man Blut spenden kann und warum nicht? Meine gute Sachen tun. Deswegen gucken wir jetzt, ob wir noch einen Termin für mich haben. Und auf geht's! Leute, für mich ist es zu spät, Blut zu spenden. Ich hätte mich früher bewerben sollen. Och, aber GIC hinter mir, die will Blut spenden. Da komme ich mit, ich zeige euch dann. Ja. Hier verbringe ich meine Pause. Das ist Jimena aus Mexiko. Gras ist immer ein bisschen grüner, aber ist immer noch bei. Ich kriege gerade mit, die spenden schon Blut, deswegen rennen wir da jetzt hin. Don't make me run! Alright. Is it too embarrassing to run or what? Yeah, and I don't want to run. Eine Freundin von mir ist nämlich gerade beim Blutspenden. Und mal gucken, ob sie in Ohnmacht gefallen ist oder so. Können wir bitte darüber reden, wie wunderschön grün es hier ist, Leute? Guck den Gras, guck das Gras an. Film the grass. Und hier ist auch ständig ein Rasenmäher, der hier den Rasen mäht. Englischer Rasen. Lange Mache, ich sag's euch. Aber wunderschön. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darum filmen können. Deswegen frage ich mal lieber kurz und finde Sienna. Ich habe Sienna gefunden. Wie geht's dir? Ich filme dich jetzt. Show your arm. I have done it. Oh, Magnus. Arm. Wow. Du schaffst das, meine Süße. Es gibt ein Problem bei Sienna. Die kann irgendwie kein Blut abnehmen, kein Blut in ihrem Magen.
Hä? Sienna, what's the problem? Ich kann auch Deutsch reden mit der. Was ist das Problem? Mein Glück ist, also es wird keine gute Lehne mehr. Blöd. Sienna ist gerade in Ohnmacht gefallen, war leider nicht dabei. So, ich habe rausgefunden, ich kann jetzt auch Blut spenden und das mache ich auch. Ich habe gerade so eine ewigen Seiten durchgelesen und jetzt stehe ich in der Schlange. Und muss meinen Ausweis zeigen und dann geht's los. Oh, das Licht hier, Leute. Anyways, bis gleich. Ich glaube, ja, 1,74. 174? How tall am I? 171. 171? Sure? I wanna know how tall I am. Yeah. 171. Yeah. There we go. Alright, jetzt müssen wir uns wieder setzen. Malik. I Alright, gleich geht's los, Leute. Wünschen dir Glück. Oh, she is. Can you use that one? Ja. Also wir nutzen jetzt den rechten Arm. Jetzt wird Blut vom rechten Arm genommen. Okidoki. Alles wird gut, solange du wild bist. A few moments later. Das ist hier die deutsche Rasselbande. Die ist ja gerade umgekippt in Ohnmacht gefallen. Die ist fast in Ohnmacht gefallen. Die ist gar nicht fast. Und was haben wir hier noch? Das hier sind alles die internationalen Schüler. Hallo, ich bin jetzt umgezogen und wir gucken jetzt mal, was die machen. Wir tanzen gerade und üben. Komm mal mit. Wir üben gerade für eine Aufführung, für einen Wettbewerb. Contemporary. Wir hatten hier aber auch schon so Gasttänzer, die mit uns Hip-Hop gemacht haben und Afro-Dance. Hertha BSC. Wir haben T-Shirts getauscht. Und oh ja, jetzt sieht es aus. Sieht man mich? Ja. Okay. Und das Ding ist, ich finde es auch richtig, richtig toll, wie viele Kunstfächer es hier gibt. Hier gibt es Kunst, hier gibt es Tanzen, hier gibt es Fashion, Schauspiel. Es ist wirklich unfassbar, was man hier für Kunstfächer wählen kann. Ich finde das super toll, weil wir haben diese Möglichkeiten in Deutschland eben nicht und ich genieße das wirklich. Auch wenn ich über den Tänzern, wir Deutschen, Sienna, du bist damit eingebracht. Wir sind alle der Schlechtesten. Aber wir lernen, fördern uns heraus. Und ja. A very great singer. So Leute, das war meine Tanzstunde. Ich habe gar nicht getanzt heute. Und jetzt ziehe ich mich um. Ene Mene. So meine Lieben, das war's mit meinem Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck. Und ich fahre jetzt nach Hause und springe in den Pool. Und wir sehen uns ganz bald. Ganz viel Liebe.